Das Weltwirtschaftsforum ist in Davos mit verhaltenem Optimismus für die Weltwirtschaft zu Ende gegangen. Bezeichnend für das alljährliche Treffen der führenden Vertreter aus Wirtschaft und Politik ist der Einmarsch Russlands in der Ukraine, der eine galoppierende Inflation und eine Energiekrise zur Folge hatte. Die Chefinnen des Internationalen Währungsfonds und der EZB äußerten jedoch die Hoffnung, dass eine schwere Rezession abgewendet werden könne. Was sich verbessert hat, ist die Tatsache, dass die Inflation in die richtige Richtung zu gehen scheint, heißt vor allem, die Gesamtinflation geht nach unten. Was sich verbessert, sind Chinas Aussichten auf stärkeres Wachstum. Wir gehen jetzt in ein Jahr, in dem Unternehmen, Verbraucher, Staaten und die politischen Entscheidungsträger hoffentlich weiterhin diese entschlossene Herangehensweise zeigen werden, um die notwendigen Veränderungen auch zu gestalten. Klimaaktivisten haben vor Ort eine Initiative gestartet, in der sie die Energieunternehmen auffordern, keine neuen Öl-, Gas- oder Kohleförderprojekte mehr zu beginnen.